Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu The Walking Dead Review Staffel 6, Folge 8, nicht das Ende. Ja, netter Name für die neue Folge. Und da war auch wirklich richtig viel los. In der letzten Folge ist die Mauer ja eingekracht, wodurch die Horde in die Stadt eindringen kann, in Alexandria. Und natürlich sehen wir das auch am Anfang der Folge, denn ja, die Stadt ist jetzt überrannt. Sie wird überrannt von der Riesenhorde. Wie viele Leute, wie viele Beißer sind es? 5000 oder so? Auf jeden Fall eine Riesenanzahl. Also es war ja wirklich, die haben ja immer die ganze Stadt umkreist. Und mir ist in der Folge auch aufgefallen, wie groß Alexandria eigentlich ist. Also das ist ja wirklich eine gigantische Stadt. Und das hat es ja wirklich in sich. Ja, was können wir dazu sagen? Die Stadt wird angegriffen. Wir haben da mehrere kleine Gruppierungen, die sich dann da versuchen durchzukämpfen und in den einzelnen Häusern sicherstellen. Also die gehen in die Häuser rein und schaffen es da sicher drin zu sein. Da können wir mal anfangen mit Rick. Rick ist unterwegs mit Diana. Also Diana und Rick sind da zusammen und die schaffen es da durchzukommen. Wen hat Rick noch dabei? Den Priester Gabriel ist noch bei ihnen. Dann Michonne auf jeden Fall. Die beiden Söhne von Jesse ist dabei, genau, Ron ist dabei, natürlich Ricks Sohn, der, verdammt, Leute, wartet, wie hieß jetzt, ey, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von Ricks Sohn, verdammt, Karl, genau, Karl ist noch dabei, habe ich mich schon erwähnt, ja, dann Ron, dann Sam, das ist eigentlich so die größte Gruppe, die man in der Folge hat. Ich glaube, ich habe irgendjemanden vergessen, aber Diana, aber ich glaube, die wichtigsten habe ich. Gut, man hat diese Gruppe, die schafft es erstmal im Haus von Jesse Zuflucht zu finden, warum die Gruppe eigentlich so größer wird, ja. Was ziemlich krass ist, also die Horde überrennt komplett alles. Die Gruppe schafft es dann da, sich reinzuflüchten. Diana schafft es nur verletzt, also auf den Weg dahin kämpfen sie. Also ganz viele Beißer, sie fighten. Da gibt's Gemetzel schlechthin. Diana wird verletzt. Sie schaffen es dann eben in Jessys Haus, sich dazu, ja, einzusperren. Sie nageln alles zu und, ja. Dann wird Diana hochgebracht. Sie ist ja verletzt. Dann wird bemerkt, dass sie gebissen worden ist. Ja, Diana wurde an der Seite gebissen und wir wissen alle, was das heißt. Das ist nichts zum Wegschneiden. Sie ist tot. Ja, sie wird zum Beißer, also sie kann ja echt nichts mehr machen. Ziemlich hart natürlich. Judith ist natürlich auch noch dabei, stimmt. Die Tochter von Rick, die hätte ich fast vergessen. Ja, auf jeden Fall, die Gruppe ist dann echt da. Ja, die haben da wirklich krasse Probleme jetzt. Weil ich meine, das ist jetzt einfach, ja, verdammt nochmal, hallo. Sie haben jemanden, der gebissen worden ist in ihrer Gruppe und das Haus komplett umstellt mit Beißern. Ja, sie versuchen dann natürlich da alles abzuriegeln. Ja, und überlegen sich, was die da machen sollen. Gut, dann passiert, was man schon fast andeuten konnte, nämlich der gute Ron hatte ja das letzte Mal schon eine Waffe mitgenommen und ja, der ist irgendwie wahnsinnig geworden. Er glaubt, dass alle schon sterben und fängt dann auf einmal an, in der Garage, ja, Karl zu bedrohen und anzugreifen, ja, wodurch eine Tür kaputt geht, wodurch die Beißer sie hören, die Beißer durch die Tür reinkommen und die Beißer jetzt die komplette Garage übernommen haben und versuchen dann da reinzukommen. Sie hauen dann ein Sofa vor und schaffen es aufzuhalten, ja, aber die machen eben so viel Krach, dass da immer mehr Beißer kommen und die Beißer dann durchs Fenster eindringen, durch die Tür eindringen und einfach überall eindringen und da kommt wieder die Couch, ja, das Sofa ist Allzweckmittel überhaupt, damit versperren sie den Weg hoch zur Treppe. Ja, dieses Sofa, ne, das muss man sich auf jeden Fall besorgen zur Apokalypse. Ja, auf jeden Fall, die Gruppe schafft es zu überleben, also jeder schafft es da durchzukommen noch, ja, bis auf Diana, sie wurde halt gebissen, ziemlich hart. Ja, dann oben überlegen sie sich, was sie jetzt so machen sollen, weil das Haus, der Lärm lockt immer mehr Beißer an und ja, Rick hat natürlich den grandiosen Plan und zieht sich zwei Beißer nach oben und hat den Plan halt, sich mit dem Beißerblut komplett voll zu schmieren, weil das kennen wir ja schon, das haben sie schon öfter gemacht, um so durch die Beißerhorde durchzulaufen. Gut, aber Leute, wir unterhalten uns jetzt erstmal noch über die anderen Gruppen. Da war nämlich noch der Eugen mit Rosita und der Lesbe, aber wie hieß sie nochmal? Tara, genau, Tara. Die drei haben es nämlich auch geschafft, zusammen zu überleben.
der Eugen, der hat es geschafft, wie heißen die nochmal, ein Walkie-Talkie aufzuheben, wo man Daryl kurz gehört hat. Also ich bin mir ganz sicher, dass man Daryl kurz gehört hat, der hat nämlich nach Rick gefragt. Ja, die drei schaffen es dann in einer Garage, sich unterzubringen und da zu überleben. Dann wissen sie nicht, was sie genau machen sollen, aber dann nach einer kurzen Weile überlegen sie sich einfach mal, die Tür aufzubrechen, was ja auch keine schlechte Idee ist, ne? Also, gut, auf jeden Fall, sie brechen wollen sie aufbrechen, also Eugen, der hat dann da Knacker-Sachen, der knackt die Tür. Dann haben wir noch die Gruppe von Morgan, und, wie hieß sie? Er war mit Carol, genau, mit Carol in einem Raum, ja, Carol hat sich sogar verletzt, ist gestürzt. Die beiden schaffen es in den Raum zu flüchten, in das Haus, wo er den Wolverine eingesperrt hat, ja. Ja, er setzt sich erstmal hin und sagt, ey, alles cool, alles ruhig, ne? Nachdem die sich ja mehr unterhalten hat, Carol hat ihn dann erzählt, dass sie ihm überhaupt nicht vertraut und er nicht glaubt, dass sie lügt und bla bla. Nachdem sie dann aber da ein bisschen gelabert haben, Morgan ein bisschen verwirrt wurde, weil sie das Licht ausgemacht hat, ist sie nach unten gegangen, hat dann den Wolverine gefunden, gemeinsam mit der Ärztin, wie hieß die Ärztin? Verdammt, die hieß Denise. Ich sehe Denise, doch, ich glaube Denise, ne? Denise hat ihn dann versorgt, den Wolverine, ich weiß nicht, hat man seinen Namen jemals erfahren? Auf jeden Fall, er wurde ein bisschen behandelt und dann will Carol ihn töten. Morgan will das aufhalten, dann sagt sie, sie tötet Morgan und ihn, wenn er nicht auf Seite geht. Morgan schafft es, sie abzuwehren und der Wolverine schafft es dann, Morgan von hinten niederzustrecken. Ja, dumm gelaufen, ganz ehrlich, ja. Man hätte ihn einfach vorher schon stilllegen können, aber nein. Der Morgan sagt, Leben ist wichtig. Gut, nachdem dann Denise bedroht wird von Wolverine, kommt die Gruppe von Eugen und Terra dazu. Mit Waffen bedrohen ihn. Er bedroht die gute Denise mit einem Messer. Ja, was natürlich schlecht ist. Ne? Sie werfen dann die Waffen rüber zu ihm. Er hat eine Waffe, geht gemeinsam mit der Ärztin, mit Denise raus. Ja, er nimmt sie einfach komplett mit als Geisel raus in die Stadt. Was natürlich, keine Ahnung warum. Ich meine, da draußen werden sie vermutlich nicht lange überleben. Das sieht echt schlecht aus für sie. Dann, wen haben wir noch? Wir haben Maggie. Maggie ist ganz alleine. Sie hat es einfach nur auf diesen Aussichtspunkt wieder geschafft, wo sie vorher auch drauf stand. Jetzt liegt sie da oben drauf, um sie herum, überall Beißer. Für sie sieht es ganz schlecht aus. Da haben wir noch nicht viel gesehen. Man hat nur gesehen, wie sie es da hochgeschafft hat. Und naja, was soll man sonst zeigen? Sie ist alleine da oben drauf. Sie ist totale Arschkarte. Aber man sieht dann Glenn gemeinsam mit Enid, die an der Mauer hochklettern und er sieht seine Frau, die da dann liegt. Und das ist kein guter Anblick für Glenn. Ja, und das ist eigentlich so alles, was so krass in dieser Stadt passiert ist. Die Gruppe von Rick schafft es dann, sich eben komplett einzusuhlen mit dem Zeug, ja. Der kleine Sohn, der Sam, der ruft dann ganze Zeit Mama, was natürlich nicht gerade prima ist, wenn sie jetzt wirklich durch die ganze Horde da latschen wollen. Also sollten sie leise sein. Also die beiden Söhne von Jesse sind echt noch nicht wirklich bereit für diese Welt da draußen. Aber ja, war doch normal. Ich meine, hallo, die kennen's halt nicht, ne? Auf jeden Fall sehr hart, dass Diana gestorben ist. Wurde halt gebissen. Ist brutal. Und dann war die Folge eigentlich vorbei. Also es ist sonst wirklich nichts mehr passiert. Aber dann kommt das Ending und dann wird hinten nochmal was drangehangen, ja. Was ich persönlich als interessanteste und wichtigste überhaupt finde, weil es endlich etwas bestätigt, was viele vermutet haben, was viele gehofft haben. Die Gruppe von Daryl ist unterwegs mit diesem riesen Truck. Also mit Abraham und Sascha, die fahren. Und mitten auf der Straße ist dann so eine Biker-Gang, die auffällt, ja. So, die verlangen, dass sie das Auto verlassen. Und dann zweite Aufgabe ist, dass sie ihre Waffen abgeben. Da fragt er so, nein, warum sollten wir? Da sagen die, das gehört nicht euch, ja? Und dann fragen die, wem gehört das? Dann zählt er auf, was alles denen nicht gehört. Total Unrelevanz. Das Wichtigste, was dann kommt, er bestätigt, dass Negan in dieser Staffel oder generell jetzt vorkommt. Also er sagt, alles, was da ist, gehört Negan. Das heißt, dieser ultimative Bösewicht, den ja viele aus den Comics kennen, ist bestätigt. Also er kommt vor, er ist da. Er hat da seine Gruppe, so eine Biker-Gang. Und alles, was denen gehört, haben die jetzt. Das heißt, die Gruppe von Abraham, ja, wird jetzt vermutlich mitgenommen. Ich glaube, oder werden die einfach, ich weiß nicht, werden die einfach ohne alles da zurückgelassen oder werden sie gefangen genommen? Das ist jetzt die Frage, was mit denen passiert. Aber dieser Bösewicht wurde bestätigt. Wo die Spekulationen sind, dass Negan, ja, zum richtigen Hauptbösewicht wird, indem er halt einen wichtigen Charakter tötet. Da waren die Spekulationen um Glenn, dass Glenn getötet wird von ihm oder Daryl.
Ob es wirklich passiert, das ist jetzt die große Frage. Aber was bestätigt ist, dass er eben da ist. Es gibt ihn und er wird nicht friedlich sein, ganz ehrlich. Also da wird irgendeine Kacke am Dampfen sein und irgendwas passieren. Und ich freue mich da tierisch drauf, weil ich habe davon immer nur gelesen, ich habe die Comics selbst nicht gelesen, habe nur von diesem Charakter mal gelesen, dass der ziemlich krass sein soll. Und das freut mich, dass dann endlich zu bestätigt wurde, dass er da ist. Ja, Leute, die 8. Folge war schon ziemlich krass. Ich freue mich auf die 9. Folge. Was meint ihr davon? Was haltet ihr von dieser 8. Folge? Was haltet ihr von der Ankündigung von Negan, dass er da ist? Also, ich frage mich, wann er genau zu sehen ist. Ich meine, ja, man hat jetzt nicht so viel von Daryl gesehen und seiner Gruppe. Kann noch ein bisschen dauern, bis da wirklich mehr zu sehen ist. Aber ich freue mich darauf. Gut, Leute, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.